Und damit auch herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Autokanal. Und heute, ihr könnt es sehen, ist die gute Sarah dabei. Hello. Ihr habt den Lotus jetzt schon gesehen, aber die gute Sarah eben noch nicht so ausführlich. Und ich bin echt gespannt. Ja? Ich bin echt gespannt, was sie sagen wird zu dem guten Design. Sarah? Sarah? Hallo? Hallo? Also gut, um ehrlich zu sein, du hast ihn gestern schon kurz gesehen, ja. Aber du hast ihn noch nicht richtig angeguckt, oder? Nee, soll ich den mal nach hinten fahren? Ja. Okay, komm mal mit. Es ist auch noch so laut. Ja, oder? Aber Kaltstart ist halt immer ein bisschen lauter. Check mal hier die Karre ab. Also das sieht schon mal viel besser aus. Ja, stimmt, die Bremssättel, neongelb, ja. Die waren ja vorher rot, wisst ihr ja noch, und jetzt sind sie neongelb. Es sieht so viel besser aus, so viel besser. Das ist super cool. Was denn genau? Ja, dein Symbol. Mein Logo hier auf dem Dach, ne? Finde ich auch ziemlich geil. Guck mal, hast du das hier gesehen? Das war noch so eine Idee, die ich im letzten Moment hatte, weil ich dachte mir so, auf der anderen Seite ist ja der Tankdeckel. Ja. Und warum machen wir dann eben nicht hier auf die Seite das Lotus-Emblem? Finde ich, sieht richtig geil aus. Okay, was fällt dir noch auf? Ja, die Farben. Du hattest mir ja schon ein Foto geschickt. Und da habe ich gedacht, da kommen hier noch so Sternchen und so hin. Sternchen? Ja, nee. So ein Foto hast du. Ach so, stimmt. Ja, es gab noch einen anderen Entwurf. Das sah nicht so gut aus. Und als ich das gestern schon gesehen habe, die Streifen hier, eine dicker als die andere. Das sieht echt schon so ein bisschen asymmetrisch. Schon sehr sexy aus. Und es ist halt matt. Bosthaft geht. Ja. Rein. Guck mal hier, wie geil. Ist das cool, auf dem Abschlepphaken. Wie gefällt dir die 93 hier unten? Sehr schön. Oder? Ja, wenn dein Auto jetzt noch sauber wäre, noch viel besser. Wir könnten eigentlich mal so mal zur Waschanlage. Meinst du, die hat offen? Safe. Ja? Tankstellen haben wir auch auf. Muss man echt per Hand waschen. Können wir trotzdem machen. Oder? So ein bisschen an der Tanke, ein bisschen Schwung. Bin ja da. Ja, okay, komm. Dann lass mal einsteigen. Ja. Du darfst noch nicht fahren. Du hast noch keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein. Ich fahr besser als du. Ich muss echt sagen, ich habe die ganze Fahrt so genossen. Ich bin ja jetzt von Crump Design, also von Gießen aus, bin ich zum Bilster Berg gefahren und vom Bilster Berg nach Hamburg. Also es waren echt einige Kilometer, die ich da runtergerockt habe. Und es war so eine absolut geile Fahrt. Ein paar Leute sind auf der Straße, aber es sind wirklich wenige. Vielleicht können wir das Thema auch heute noch mal ein bisschen angreifen, weil ich habe in ein paar Postings, gerade auf Instagram, habe ich geschrieben von wegen, ja, hier ab zur Corona-Party. Und das war natürlich Sarkasmus. Viele von euch haben das aber nicht verstanden. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass jedem mittlerweile so ein bisschen der Ernst der Lage bekannt ist, ja, weil man sieht es überall. Ich habe immer gesagt, so, ich gucke keine Nachrichten, aber wenn ich irgendwas auf YouTube oder Instagram sehe, dann häufiger, dann ist es halt wirklich wichtig. Und ich kriege halt wirklich sogar teilweise diese Push-Up-Nachrichten von Instagram, von YouTube. Und da heißt es eben hier aktuelle Informationen, wie geht man mit Covid-19, eben Corona um. Ja, also es gibt halt so ein paar Dinge, die man wirklich beachten sollte, weil das Problem an sich ist gar nicht das Virus, sondern eigentlich das Riesenproblem, dass unser Gesundheitssystem das nicht tragen kann. Stellt euch vor, alle würden sich anstecken, beziehungsweise ganz viele würden sich anstecken und irgendwann sind die Krankenhäuser voll und die Leute, die dann rein wollen, werden weggeschickt. Und ja, dann entsteht nämlich absolutes Chaos. Weil so an sich, man hat, wenn man Corona hat, dann ist man ein bisschen krank, liegt im Bett und man kuriert sich wieder aus und dann ist das auch wieder vorbei. Vorausgesetzt, du bist jetzt nicht 80 oder 70. Ja, aber das Schlimme ist eben einfach, wenn man... Ist das dann eine Pandemie oder Epidemie? Aktuell ist es ja eine Pandemie, ja. Und es kann sich aber zur Epidemie entwickeln. Und wenn das dann wirklich so viele Leute haben, oh geil, der Tunnel ist wieder auf, das freut mich natürlich sehr. Fahren wir direkt mal durch. Wenn es zur Epidemie wird, dann wird es zu Problemen kommen. Weil dann entsteht Chaos, dann entsteht Verzweiflung. Ich glaube, in Italien war das, da haben sogar die Ärzte teilweise bei den älteren Leuten die Beatmungsgeräte abschalten müssen, damit die Jüngere retten können. Ja, richtig. Krank ist das. Stellt euch mal vor, eure Mutter oder euer Vater wird einfach nicht mehr behandelt. Zieht den Stecker raus. Ah, ist das schön. Wir sind guten Lotus noch warm fahren, deswegen kann ich jetzt nicht so viel Gas geben. Aber vielleicht fahren wir gleich nochmal durch den Tunnel durch. Worauf ich eigentlich hinaus will, also nehmt Corona wirklich ernst, ja? Beziehungsweise die Sicherheitsmaßnahmen. Ich kann hier wieder gar nichts sehen an der Ampel. Komplett verrückt. Ist noch rot. Guckst du nach der Ampel? Ja, ich gucke nach der Ampel. Okay, das ist so krass. Ich muss hier vorne sitzen und selbst dann, das ist
komplett gestört. Wir hatten die hier installiert. Haltet euch nicht in großen Gruppen auf. Grün. Wascht euch immer gut die Hände. Also das solltet ihr sowieso machen. Ich bin halt so ein Mensch, ich wasche mir immer, wenn ich nach Hause komme, immer die Hände. Packt euch nicht mit den Händen, wenn ihr unterwegs seid, ins Gesicht. Mache ich sowieso auch nicht. Und schaut halt, dass ihr das nicht irgendwie so auf die leichte Schulter nehmt. So, ja, mir egal. Ich gehe jetzt am Wochenende feiern. Ich bin feiern. Eh noch jung. Naja, oder feiern können die nicht, aber zu Hause Corona-Partys oder so. Ja, keine Ahnung. Das geht natürlich nicht. Also, trefft ich denke euch nicht so, mit vielen Menschen gleichzeitig zum Moped fahren oder so. Ich denke halt so, wenn man mit den guten Freunden mal irgendwie sich abends unterhält, wenn man zwei, drei Personen irgendwie einlädt, dann ist das noch okay. Oder eben mit der Freundin bzw. dem Freund halt viel Zeit verbringt, dann geht das. Aber man sollte halt wirklich Plätze meiden, wo viele Menschen sind, weil es kann wirklich, wenn es hart auf hart kommt, das ganze System hier komplett auseinander. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber zum Beispiel die Börse kracht zusammen, der DAX geht runter, alles mögliche. Das hat halt extreme Auswirkungen. Und sogar Freunde von mir, die Unternehmen führen, beziehungsweise Freunde von Freunden, die gehen wahrscheinlich insolvent, weil die meisten Läden schließen. Einer zum Beispiel hat eine Eventtechnikfirma und er hat jetzt für die nächsten, ich glaube, 3 Monate, hat er keine Aufträge mehr. So, alle haben ihm abgesagt und seine Existenz ist halt bedroht, weil er hat Fixkosten von 40.000 Euro im Monat. Und dadurch, dass er jetzt keine Aufträge mehr hat, hat er jeden Monat 40.000 Euro Verlust. Das heißt, in 3 Monaten ist er pleite. 120.000 Euro weg, nur damit er sich über Wasser halten kann, sind dann weg. Dann ist er insolvent. Und ich glaube, das wird halt die Wirtschaft und das ganze System hier ziemlich auseinanderrütteln. Wenn die Regierung sagt, ey David, du musst jetzt innen bleiben. Du darfst zum Beispiel nicht mehr, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Du darfst zum Beispiel nicht mehr mit dem Auto irgendwie durch die Gegend fahren. Du darfst nicht mehr mit dem Motorrad durch die Gegend fahren. Erstmal keine Ahnung, wie ich dann Videos machen soll. Das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Im Grunde genommen will ich einfach nur, dass euch das bewusst ist. Nehmt das wirklich ernst und nicht auf die leichte Schulter. Weil es kann wirklich katastrophale Folgen haben. Wirklich katastrophale Folgen. Ein McLaren und ein Ferrari. 2 junge Leute drin. Da muss man wirklich die Chance nutzen, einfach mal hinterherfahren, ein bisschen Kontakte knüpfen. Richtig geil. Boah, jetzt habe ich Bock. Vor allem beide in schwarz. Das war schon eine ziemlich schöne Farbe. Ja, Rolex, Wempe, es hat alles zu. Und hier kein sind noch schon extrem viele auch. Menschen unterwegs normalerweise. Ja, also, ja stimmt, wir sind am Jungfernstieg, Freunde. Hier sind keine Leute unterwegs. Ist das verrückt? Ich bin schon ein leichter Ferrari-Fan, ne? Also McLaren finde ich auch geil, aber Ferrari ist, boah, ist lecker. Richtig geil wäre, wenn er jetzt auch durch den Tunnel fährt. Wir sind jetzt hinter Ferrari, wir haben es geschafft. Jetzt kommt Polizei hinter uns. Und die halten uns safe an. Boah, die Felgen. Was ist los mit dir? Füll mal nach vorne, guck dir das Ding an. Ich glaube, der ist auch gar nicht schwarz. Der hat so ein leicht grün. Ja. Und tschüss. Geil, geil, geil. Was war das denn? Das hat Spaß gemacht. Das war cool. Man hat ja viel PS, man kann zügig anfahren, aber jetzt nicht mit Vollgas, mit quietschenden Reifen. Es gibt ja hier gerade in Hamburg gibt's ja so viele Probleme mit illegalen Straßenrennen. Und ich habe das selber schon erlebt, als ich mit Sarah unterwegs war. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Sind wir auf dem Motorrad gewesen. Oh ja. Und ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Auf jeden Fall waren da links und rechts neben uns, war auch dreispurig, so wie hier jetzt gerade, war jeweils ein AMG. Ja? Und die haben dann wirklich ein Drag Race, die haben illegale Straßenrennen gemacht und die haben beschleunigt. Und ich kann euch sagen, das waren geschätzt, so schnell wie die waren, und die sind auch nicht vom Gas gegangen, die haben nicht gebremst. 200. Na, 200 weiß ich, aber schon 160. Also wirklich geisteskrank schnell. In der Stadt, wo links und rechts Menschen laufen. Und das ist halt, boah, das ist grenzwertig. So mal ein bisschen Sound und so finde ich okay. Aber in der Stadt muss man das wirklich alles immer im Rahmen halten. Ne? Und wenn das da so Ausmaße annimmt, dann ist das auf jeden Fall nicht mehr schön. Ja, geil. War eigentlich ein cooler, spontaner Vlog. Wir haben das Auto ein bisschen angeguckt. Ich meine, ihr habt es ja schon ausführlich gesehen in dem richtig geilen Video, hoffentlich geil Video. Ich habe selber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme, noch gar nicht gesehen, von Marcel. Sarah, du hast gesagt, dir gefällt auch das Auto, ne? Das Auto ist Bombe. Ja, also nochmal ein dickes Dankeschön an der Stelle. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ein dickes Dankeschön an Crump Design bzw. Motocrump. Die Jungs haben da wirklich eine grandiose Arbeit geleistet. Die haben sich den Arsch aufgerissen und das ist wirklich mega. Ich liebe das. Wenn man einfach zusammenarbeiten kann, man sagt, ey, man hat eine Vision, man hat eine Idee und die setzt man dann wirklich in die Tat um. Deswegen danke an das ganze Team. Ihr seid wirklich der absolute Hammer. Ich verlinke euch natürlich unten in der Beschreibung und ja, fahr jetzt in Zukunft auch ordentlich Werbung hier im Lotus für euch. So.
So sieht es nämlich aus. Ja. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da für den Algorithmus, damit viele andere Menschen dieses Video auch finden und sich daran erfreuen können. Gerade zu der aktuellen Zeit ist es, glaube ich, wichtig, viel Content zu konsumieren, damit einem nicht langweilig wird. An der Stelle, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil! What?